ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Willisau schafft Überraschung und gewinnt in Freiamt auswärts, also quasi in der Höhle des Löwen, doch deutlich mit 15-20. Am 24. September hat man daheim gegen Freiamt noch 12-23 verloren. Die offene Rechnung ist damit beglichen. Keine Überraschung, Hergiswil halt wie erwartet daheim gegen Schattdorf ein Sieg mit 5 Punkten Unterschied, 22-17. Spannend, vor dem letzten Kampf ist es knapp 18-17 gestanden. Und vor dem zweitletzten Kampf hat Schattdorf gar noch mit 1 Punkt geführt, 15-16. Langweilig ist es den Fans in beiden Lager nicht geworden. Insgesamt hat er dem Abend viermal die Führung gewechselt, also praktisch auch an der Kampf. In der Pause hat Schattdorf gar noch 7-12 geführt. Den Überblick kompakt schauen wir noch auf die anderen Resultate vom Abend. Kriesere schlägt daheim Einsiedler 28-10. Damit ergibt sich in der 8. Runde folgende Platzierung. Erste Kriesere, 8 Kämpfe, 7 Siege, 1 Niederlage gegen Willisau, 14 Punkte. Zweite Hergiswil, 5 Siege, 1 Remi, 2 Niederlagen gegen Freiamt und Kriesere, 11 Punkte. Dritte Freiamt, ebenfalls 5 Siege, aber 3 Niederlagen, 10 Punkte. Vierte Willisau, 4 Siege, 1 Remi, 3 Niederlagen gegen Hergiswil, Kriesere und Freiamt, 9 Punkte. 5. Schattdorf, 2 Siege gegen Einsiedler, 6 Niederlagen gegen Rest, 4 Punkte. Und 6. Einsiedler, kein Sieg, kein Remi, nur Niederlagen, 0 Punkte. Der Hergiswiler Trainer, der Gianni Maroschwöldi, zu Aufstellung und Erwartung. Ja, ungefähr so läuft für Kampf wie erwarten. SDF, der ist schon vorher weiß, dass ein entscheidender Kampf für 97 Kilo, für die Augenblicke gegen für Akkus. Leider Akkus schon wieder Shooter verloren, zweimal Hüfter geht. Und das entscheidend für das, für Pause nicht führt, 5 Punkte hinten für Schadorsi. Aber alle anderen sind gut gerungen. Junge auch und für 2 Sieger auch für Wiesler Thomas und für Supergär Martin auch. Mit welcher Aufstellung seid ihr gekommen? Volle Stärke oder nicht ganz? Nicht ganz vollstellen, aber etwas auch so ausrechnen. Wegen schon weiß, heute muss unbedingt gewinnen. Nachher erste viel ist schon sicherer. Wegen der Schadorf haben nur 4 Punkte. Das heißt, Schadorf nicht mehr möglich dabei kommen für Halbfinale. Und nachher schon haben für alle Halbfinalisten. Kopfweiter aus der Reihe. Am heutigen Abend, der Martin Grüter. Topfighter, kein Wunder. Mit seinem 16-0-Sieg im letzten Kampf, also technischen Überlegenheit, hat der Martin Grüter den Hergiswiler-Sieg erst klar gemacht. Bei nur einem Punkt Unterschied vor dem letzten Kampf hätte Schattdorf ja noch rein theoretisch den Sieg können holen. Gar nicht einmal so unzufrieden drum, der Schattdorfer Trainer. Michael Jauch, mit welchen Erwartungen sind Sie nach Hergiswil gekommen? Ja, eigentlich haben wir eigentlich, nicht mehr so grosse Erwartungen. Wir probieren sicher noch die Saison eigentlich relativ gut abzuschließen, weil wir sind eigentlich schon relativ klar, dass wir eigentlich auf dem 5. Platz werden sein Nationen. Und gegen vorne ist nicht mehr viel möglich und gegen hinten eigentlich auch nicht mehr viel möglich. Und dann probiert man sicher mehr die Jungen einzusetzen, als die ein Nationalerfahrung sammeln und eigentlich so noch versehentlich einen Abschluss anzubringen in der Nationalsaison.
Genau, das wäre die nächste Frage. Mit welcher Aufstellung sind ihr hierher gekommen? Ja, ich denke eben, sicher, wenn ich es gesagt habe, eher mit einer jungen Mannschaft. Es sind zwei, drei Ältere nur drinnen, aber sicher der Grossteil ist eigentlich relativ jung, die nicht so viele Nationalerfahrungen haben. Und ja, würde sicher denen die Chance geben. Jetzt, wo es eigentlich nicht mehr um viel geht, dass die wirklich Erfahrungen können sammeln. Da zum Abschluss noch ein paar Highlights vom Abend. Gerade im ersten Kampf der Thomas Wiesler bezwingt den Stefan Imholz mit Schultersieg beim Stand von 17-0 mit quasi auch noch technischer Überlegenheit. Im zweiten Kampf der Martin Suppiger triumphiert über Elias Kempf mit 8-0. Gerade nach der Pause der Thomas Suppiger legt den Lukas Sepp auf die Schulter. Oder der Marco Hadu erzielt über Renato Kempf 10-0. Verpassen Sie auch nicht den detaillierten Bericht zu den einzelnen Kämpfen und die Analyse von Johnny zu den anderen Begegnungen. Demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.